Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Tropikaner, liebe Zuschauer. Heute geht's weiter. Im letzten Part haben wir mal so ein kleines Wirtschaftsprogramm angestoßen, das noch nicht unbedingt alle unsere Probleme gelöst hat, denn wir haben noch viele, viele Arbeitslose und noch viele Obdachlose, obwohl wir eigentlich viele Jobs haben hier für unsere Leute. Das stimmt tatsächlich. Vor allem hier Highschool haben wir Probleme, Uni. Wobei, okay, gut, Uni haben wir nicht so wahnsinnig viele Jobs eigentlich, muss man sagen, aber trotzdem. Ja, zum Beispiel verstehe ich auch nicht, warum hier drüben keiner arbeitet. Vielleicht muss man hier auch mal das Geld nochmal ein bisschen erhöhen. Das Budget in der Irrenanstalt. Mal gucken. Ich meine, immerhin, die macht ja auch nochmal ein bisschen einen Gesundheitswert verbessert die hier auf der Insel insgesamt, und es ist gar nicht so schlecht. Also wenn da mal Leute drin arbeiten würden, Beschäftigung, sorry, gerade husten müssen, Vollbeschäftigung in dem Gebäude wäre eigentlich ganz cool mal. Naja, mal gucken. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier ist es tatsächlich so, in unserem kleinen neuen Wohngebiet haben wir einiges gebaut. Das wird jetzt nach und nach natürlich erst errichtet hier, ganz klar. Braucht noch ein bisschen. So, und was ich jetzt mal vorhabe, ist folgendes. Ich werde jetzt mal hingehen und diese Hütten hier suchen und mal gucken, wo arbeitest du Guten denn? Du Tag. arbeitest Plantage da oben. Okay. Du bist arm. Ja, gut, okay. Oder weiß ich nicht, wahrscheinlich schon, wenn du da arbeitest, vermutlich schon. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute einfach nicht da arbeiten, wo sie eigentlich arbeiten, oder dass die gar nicht in irgendwelche Häuser reingehen, wo sie es sich eigentlich leisten können. Deswegen reiße ich jetzt hier mal so das ein oder andere, die ein oder andere Hütte gerade mal ab. Hier manuell. Und guck einfach mal, ob die dann irgendwo mal anders, woanders einziehen. Das müssen wir nur gucken. Wahrscheinlich stehen hier irgendwo dazwischen irgendwelche Hütten auch noch. Das wollen wir nicht abreißen, sondern die Hütte hier. Ja. Schon mal ganz gut hier unten, hier oben. So. Ja, wie sieht es sonst aus? Ganz gut eigentlich. Gut, also jetzt sind wir fertig damit. Jetzt schauen wir einfach mal, ob das vielleicht einen Anreiz bietet, damit jetzt mal unsere Leute sich Wohnungen suchen, weil das kann ja eigentlich nicht richtig sein, weil wir haben ja genug Platz eigentlich hier überall. Man sieht's. Klar, das ist jetzt voll hier, aber wir bauen ja hier auch schon wieder neue. Und so weiter, und auch da oben unsere Wohnungen etc. Das sollte eigentlich klappen. Naja. Also, dann wollten wir im letzten Part am Ende, der ja leider ein bisschen zu lange war, habe ich gar nicht geguckt auf die Uhrzeit sozusagen. Naja, wollten wir ja mal hier diesen Verbrecherboss Sie. verhaften lassen, der uns ja nicht so wirklich mag. Ansonsten, wir haben hier echt welche, die uns sehr, sehr gut zustimmen. Der hier oben vor allem. Selbst der religiösen Führer hier die Zustimmung 54, Gesamtzufriedenheit 65. Leuten geht es echt gut und die mögen uns sogar alle. Das ist echt komisch. Naja, wir haben hier ja eine zweite Uni auch gebaut, weil ich gedacht habe, dass wir vielleicht mehr Universitätsstudenten brauchen. Allerdings, also wir brauchen tatsächlich welche, aber wir haben eigentlich auch voll viele. Ist alles ein bisschen seltsam hier, warum keiner hier arbeiten möchte. Jetzt plötzlich arbeiten sie hier wieder, oder wie? Jetzt gehen wir wieder runter mit dem Budget. Vielleicht war das jetzt auch gerade dieser Moment, wo es einfach klack gemacht hat. Das hat vielleicht auch gar nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier auf das Budget gerade kurz erhöht hatte. Ich will es eigentlich auch nicht, weil wir machen eh schon genug. Wir machen eh schon recht wenig Geld, deswegen brauchen wir uns das nicht noch mehr geben. Zigarren exportieren, sehr schön. Guckt man gerade mal neu rein, dann kann man wieder so schöne Sachen hier machen. Top. So. Hier haben wir einen Parkplatz. Vielleicht sollten wir da oben mal nochmal einen bauen. Wo bauen wir ihn hin? Dorthin. Gut. Ja, hier könntest du einfach alles mal nach und nach bauen. Das ist jetzt eigentlich nicht so wild. Haben wir gerade irgendwo recht viele Hütten wieder am Aufploppen. Jetzt interessiert es mich mal. Jetzt gehen wir mal hier hin. Obdachlose, jetzt ist ja auf jeden Fall mal gesunken, die Zahl. Schon mal ein ganz guter Anfang.
Ja, arbeitslos haben wir echt immer noch recht viele Leute. Wenn wir mal gucken, Arbeiterschaft von 515, 60 Arbeitslose, mehr als 10% hier. Ne, ein bisschen weniger als 10, meine ich. Obwohl so viele Arbeitsplätze frei sind, hier ist noch. Ah, das füllt sich jetzt langsam auch wieder, sehr schön. Ja, kommt alle arbeiten, Leute. Gut für den Staatshaushalt, wenn ihr arbeitet. Beziehungsweise eigentlich, umso mehr Leute ja arbeiten, klar, dann haben sie auch mehr Geld und so und wir produzieren mehr, aber ich meine, die Gebäude sind ja alle vom Staat betrieben hier. Das finde ich auch ein bisschen blöd leider in Tropico, dass eigentlich alles immer vom Staat betrieben wird. Ich meine, vor allem, wenn man jetzt, klar, wenn wir jetzt hier ein sozialistisch-kommunistisches Land spielen, ist das nicht so wild. Aber wenn man halt einen, warum haben die jetzt hier eigentlich so eine gute Arbeitsqualität? Kann mir das jemand mal erklären? Weiß auch niemand. Egal. Aber es gibt eine neue Mission. Mal schauen. Unsere tapferen Soldaten kämpfen gegen Tyrannei und Unterdrückung. Oder dafür. Kann mir das immer so schlecht merken. Jedenfalls brauchen unsere Truppen dringend Fleisch. Ich weiß nicht wozu, doch es ist unsere nationale Pflicht, unsere Truppen zu unterstützen. 10.000 Fleisch exportieren, Militaristenbeziehungen steigen dadurch. Das können wir auf jeden Fall annehmen. Weil gegen die Militaristen haben wir ja nichts. Wir haben ja auch eine Berufsarmee und wir bezahlen ja auch unsere Soldaten sehr, sehr gut. So. Mittlerweile haben wir echt viele Autos auf den Straßen, mehr zumindest als noch früher. So. Ja. Irgendwie ist hier das Fischvorkommen übrigens mittelmäßig mittlerweile wieder. Okay, gut. Achsenmächte haben uns Geld überwiesen. Hey, ohne das Geld von denen wüsste ich gar nicht, was wir machen. So, jetzt kommen mal wieder hier unsere Schiffe. Das heißt, jetzt geht es gerade wieder ein bisschen höher, was unsere Einnahmen angeht. Jetzt möchte ich echt mal wissen, jetzt haben wir Arbeitslose, verfügbare Jobs. Oh, interessant. Die Zahl der verfügbaren Jobs geht gerade zurück. Highschool. Wir haben mega viele Highschool-Jobs. Aber einige ungebildete und Grundschulabschlüsse. Da müssen wir mal was tun. Die Frage ist, was wollen wir denn machen? Überhaupt momentan so ein bisschen. Was wäre denn mal noch eine Idee? Genau, folgendes. Und zwar würde ich ganz gerne. Das ist ein bisschen blöd. Das, wenn ich hier oben jetzt sage, wir bauen eine Hafenanlage, können wir zwar hier oben auch mal exportieren, aber dann brauchen wir auch ein bisschen Militär hier oben. Und da brauchen wir dann wieder Highschool-Abschlüsse und wir haben ja eh so wenig Leute. Wir haben ja so eine große Nachfrage an Leuten mit Highschool-Abschluss im Moment. Deswegen ist die Frage, ob das gerade nicht ein bisschen kontraproduktiv ist. Ja, den stimmen wir zu. Den Text kennen wir mittlerweile ganz gut. Ich denke, das können wir machen. Und Trinidad Calavera, unser ewiger Präsident, tritt natürlich wieder an hier. Ja, ich weiß, theoretisch sollte man eigentlich mal hingehen und überlegen, ob man mal so ein Dings, ob man den mal entlässt oder so, so nach dem Motto, er stirbt oder sowas, aber keine Ahnung, ob man das wirklich braucht, um ehrlich zu sein. Schweine, Ziegen, was haben wir hier? Rinder, was haben wir hier? Schweine, also Nein, nein, nein. eigentlich produzieren wir genug Fleisch. Da brauchen wir nicht mehr großartig was machen. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Hier könnte auch mal noch einer arbeiten, ruhig. Okay, hier ziehen die Leute ein. Auch hier ziehen die Leute fleißig ein. Sehr schön. Das heißt, wir erledigen das Obdachlosenproblem nach und nach. Und nur noch 58% Zustimmung. Nein, nein, nein. Und das hier Kommunistenanführer. Hä? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Der Kommunistenanführer ist der Gegenkandidat von uns. Na gut, ich denke, die Wahl wird man trotzdem ganz gut gewinnen können. So, dann werde ich jetzt mal hier hingehen. Wollen wir hier mal eine Straße durchziehen? Ist die Frage. Aber ziehen wir die Straße mal hier runter, so. So, dann müssen wir sie jetzt hier erstmal weiterziehen, die Straße, und dann können wir sie mal hier runterziehen. So. Und was bauen wir hier rein? Vielleicht nochmal einen Park oder sowas. Und ein Restaurant. Wenn wir jetzt halt was sehen würden hier, dann wäre es echt cool. So, dann haben die Studenten wenigstens was zum Essen. Das ist ja auch immer ganz wichtig.
So, und dann werden wir das mal da reinbauen. Ein kleines Wohngebiet könnte ich mir hier durchaus vorstellen. Das ist ja ganz schön hier mit dem Kabarett und so. Achso, wie sieht es denn jetzt eigentlich stromtechnisch aus? Fällt mir gerade so auf. Fürs Umspannwerk haben wir ja gebaut. Jetzt haben wir hier Platz und wir wollten ja hier das Casino bauen. Wo haben wir es hier? Casino. Und ausstarten. Das sollte auch nochmal ganz gut sein für unsere reichen Bürger dort hinten. So. 57 Zustimmung. Ich finde es immer lustig. Immer wenn Wahlen sind, sinkt unsere Zustimmung extrem. Na, ich denke trotzdem, jetzt wieder 58. Sollte schon klappen eigentlich. Wenn es um 14% sinkt, also vorhin von 63 oder 65 da sogar, und wir dann die Wahl verlieren, das wäre irgendwie bitter. So. Übrigens, diese Türme, schreiben immer mal wieder welche in die Kommentare. Kann ich schon. Ach doch, die könnte ich sogar ausbauen. Fällt mir gerade auf, ich habe gedacht, ich könnte es nicht. Naja, egal. Machen wir das mal. Zumindest den Turm hier unten könnte man mal ausbauen, die Maschinengewehre hier. Und den Turm hier. Und den da oben. Hier ist die Frage, braucht man den Turm da eigentlich? Ich denke eher nicht. Abreißen. Den da lassen wir mal. Von mir aus gehen wir hier auch mal die Maschinengewehre rein. So. Sehr gut. Bin mal gespannt, ob wir die Geheimnisse aufdecken können. So. Aber jetzt machen wir wieder kein Geld mehr. Das ist natürlich auch wieder schön zu sehen. Oh Mann. Gut, aber es wird wieder exportiert. Sehr schön. Gucken wir mal bei den Verordnungen kurz durch. Ich meine, haben wir irgendwas, was uns noch was bringt? Eigentlich nicht. Karneval zu den Waffen. Was mich mal da interessieren würde, wie sieht es denn momentan aus bei der Zufriedenheit? Sicherheit 98, Unterhaltung 44, Nahrung 60, Gesundheit 62, Freiheit 73. Trotz Informationsministerium, das ist ganz schön eigentlich. Ja, nur Religion ist so mies. Aber vielleicht gehen wir da mal hin. Ich denke, wir machen das mal. Wir haben Sicherheit 98, also könnte man mal zu den Waffen. Wollen wir das? Kriminalität und Freiheit. Erhöht die Servicequalität alle Unterhaltungsgebäude, aber auch die Kriminalität. Ich denke, das werden wir mal durchsetzen hier, erlassen. Rosenmontag ist mein absoluter Lieblingstag. Auf Tropico gibt es zunächst ein Pfannkuchenessen, dann folgen ein Umzug und eine große Parade und dann die gute alte Tradition, dass sich junge Menschen betrinken und entkleiden. Ein glorreicher Tag des Feierns, des Chaos und der Dummheit, ohne dass man Angst davor haben muss, festgenommen zu werden. So wie die Revolution mit Pfannkuchen. Wunderbar. Machen wir das mal. Ich denke, das schadet uns nicht. Mal schauen, Unterhaltung wird sich jetzt hoffentlich hier verbessern. 44 im Moment. Präsident, unsere Spione haben den Mann gefunden, der uns die Akten in Area 52 besorgen kann. Er heißt Edward Iceman. Wir sollten unsere bezauberndsten Agenten schicken, um ihn zu verführen. So, Edward Iceman ist ein einfacher Angestellter mit niedriger Sicherheitsstufe, der in Area 52 arbeitet. Er kann uns die geheimen Akten der Alliierten beschaffen, inklusive der Karottenverschwörung. Okay. Wussten Sie, dass die Alliierten eine neue Methode zum Aufspüren von Flugzeugen entdeckt haben, die auf Karotten basiert? Die sind sehr gut für Ihre Augen. Und Sie können damit Flugzeuge schon aus großer Entfernung sichten. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Was holen wir? 10 Beziehungen zu den Achsenmächten mit unserem Lord Oaksworth, ein Familienmitglied entsenden, Fertigkeit erhöhen oder Compañera Vasquez entsenden, 5 Immigranten mit College-Bildung. Gute Frage. Eigentlich, was machen wir hier? Ich würde sagen, ich gehe kurz auf Random Generator und lasse den entscheiden. Random Org, Moment, ganz kurz, bin da gleich auf der Seite. 1 bis 3, eigentlich die Achsenmächte-Beziehungen sind ja eigentlich schon top, gell? Aber es ist 2, ein Familienmitglied entsenden, Fertigkeit erhöhen, und zwar hier unsere Catalina Calavera, machen wir das mal, super. Gut,
Was mich auch mal interessieren würde, was haben wir eigentlich momentan so für Manager? Oh, wir haben wieder ganz schön viele. Okay. Geld machen möchte ich nicht unbedingt. Erhöht die Schönheit in der Gegend um 10. Cool. Machen wir das mal hier in dem kleinen Laden. Grüner Daumen. Einstellen. Was können wir das hier unten auch irgendwo machen? Hier in der Schule vielleicht. Manager, grüner Daumen. Einstellen. Top. Und was haben wir noch für Manager? Magnat, ja, mit dem Bergwerk, Effizienz. Ah ja, Moment mal. Können wir hier oben mal einstellen. So, Umweltschützer könnte man auch irgendwo einstellen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Inforaster, mal geschwind. Umweltverschmutzung. Haben wir hier unten extrem. Gehen wir mal hier hin. Manager, Umweltschützer. Oder hier in der Highschool vielleicht. Machen wir das hier. Umweltschützer einstellen. So, und ich weiß gar nicht, kosten die eigentlich Geld, die Manager? Wahrscheinlich schon, oder? Geldmacher wollen wir nicht. Aufrührer erhöht die Zustimmung der Arbeiter für das Regime um 1. Da möchte ich eigentlich mal was raussuchen, wo recht viele Leute arbeiten. Auch tatsächlich arbeiten und nicht möglich wären. Schon Gebäude, wo viele Leute arbeiten. Ich glaube, diese Baubüro-Dinger da zum Beispiel. Ja, genau. Dann Aufrührer einstellen. So. Nur noch 59% hier. Hey, Sauerei. Dafür tun wir doch gerade eigentlich so viele schöne Sachen. Schauen wir uns mal an. Casino ist fertig. 74 von 50 Besuchern. Hier können wir noch keine Verbesserung freischalten. Super, aber schauen wir mal, wie sich unsere Unterhaltung verbessert hat. 53. Ich denke, es liegt am Casino natürlich, aber auch an unserem Erlass. Karneval. Und wie hat sich hier das da? Sicherheit hat sich sogar erhöht. Okay. Nicht schlecht hier. Wochenmarkt machen wir mal hier noch rein. Und den Krankentrakt könnten wir hier eigentlich auch mal noch brauchen. Super. Ja, ist doch toll hier. Jetzt haben wir wieder 60% Zustimmung. Nee. Wir können die auch ohne Manipulation gewinnen. Bei 61% momentan ist das gut möglich. Würde ich sagen. Das brauchen wir uns hier nicht geben. Nur noch einen Monat bis zur Wahl. Ich bin schon ganz gespannt. Schaffen wir es? Sind die Prognosen richtig oder sind sie so für den Arsch wie in Wirklichkeit? Wir werden es erfahren. Drei Bürger kamen in Tropico an. Okay. Axie überweist 12.000. Das Ja, Wahlergebnis besagt, 62% aller dass Stimmen, ich sogar dir besser. als Erster gratulieren Sogar möchte. 62% sogar besser als in den Umfragen. Super, das ist doch schön. Es freut mich, dass 394 Bürger die richtige Antwort gewählt haben. 241 haben ihre Stimme fehlerhaft abgegeben. Okay. Passt. Können wir trotzdem ganz zufrieden mit sein, denke ich. Aber so vermitteln wir den Leuten wenigstens freie und geheime Wahlen in unserem totalitären System. Ah, okay, wir haben. Cool, wir haben. Ihr Familienmitglied konnte Edward Iceman davon überzeugen, die Akten aus Area 52 zu stehlen. Mal gucken, ob das jetzt noch Auswirkungen hat. Anscheinend nicht. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn wir mal hier nochmal auf Diplomatie und Spionage gehen? Ah, die sind da noch dabei, oder wie? Aber ich denke, wir können hier mal Spion hinzufügen. Nochmal einen und nochmal einen. Agent Tüftler, Agent Silberreiher, Agent Braun, okay. Cool. Machen das hier mal. Restzeit noch 11 Monate. Naja, sollen sie mal weitermachen da. Jetzt haben wir hier mal ein bisschen Geld stehlen, das schadet sicherlich nicht. Kapitalisten haben eh genug, gell? So. Ich denke, das ist hier gerade ein ganz hübsches Viertel. Haben wir noch, unsere Verordnung ist noch aktiv, oder? Nein, nicht mehr. Machen wir sie nochmal aktiv. So. Gut, und dann werden wir jetzt hier mal nochmal ein paar Luxusvillen bauen. So, jetzt vielleicht die zwei da mal. Das reicht eigentlich. Und dann werden wir vielleicht noch mal eins oder so. Ich weiß auch nicht.
Ja, eigentlich wäre schon cool, wenn man hier den Bereich noch ein bisschen ausnutzt. Machen wir das mal so. Haben es ja eigentlich ganz nett hier. Da will ich nichts dran bauen, natürlich. Ganz klar. Ist in Ordnung so. Wobei, was man hier vielleicht, nee, ein Parkhaus haben wir hier, also Parkplätze haben wir da oben eigentlich. Brauchen wir nicht hier unten nochmal welche. Eigentlich ausreichend so. Wie sieht's denn aus mit unserer Arbeitslos 68, verfügbare Stellen 28. Wir müssen mal wieder irgendwas bauen. Mit Arbeitslosen, mit Ungebildeten meine ich. Frage was? Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Sägewerk? Die haben kaum Eingang hier. Ah, wieder Aufforstung werden wir hier mal machen. Sehr schön. Und dann werden wir nochmal ein weiteres Holzfällerlager bauen. Irgendwo auf der Insel. Frage ist nur wo? Dort oben vielleicht erstmal. Wäre eine Möglichkeit. Ich will in die Richtung eh erstmal noch nicht expandieren mit meiner. Mit meinem. Meiner Stadt, deswegen können wir das mal hier oben machen. So, und dann haben wir hier oben. Dann gibt es da unten vielleicht auch wieder bessere Möglichkeiten. Dann produzieren die hier unten vielleicht auch mehr. Die haben einen guten Eingang hier, das ist schön zu sehen. Sehr toll. Wie sieht es denn eigentlich bei meinen anderen Produktionsgebäuden aus? Eingang, Tabak. Sehr gut, die haben genug hier. Wo haben wir nochmal so ein Gebäude? Hier drüben die Molkerei. Milch, Eingang. Käse, Ausgang. Okay, ja, das ist schon in Ordnung. Schon okay, soweit. So. Ein paar Luxushäuser, die wir da hinten bauen, schaden nicht. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Haben wir hier viele Einwohner? Oh ja, voll. Dann werden wir hier mal hingehen und die Mietskaserne nochmal eine bauen. So. Wie sieht es hier aus? Also hier haben wir noch genügend Plätze, wie es aussieht. Wetten in diesen Dingern hier auch? Ne, nicht mal. Sind voll. Ja, dann werden wir doch hier oben nochmal eine Luxusvilla bauen. Wundert mich ehrlich gesagt, dass wir hier so viel Nachfrage nach Luxusvillen haben im Moment. Eigentlich könnten wir da oben auch noch so ein bisschen was in die Richtung bauen. Wo ist die Frage? Vielleicht hier oben ein bisschen mit mehr Blick oder so. Hier an der Straße hoch. Keine Mietskasernen, Luxusvillen. Wo bin ich jetzt hin? So, okay. Eins, zwei, drei Stück erstmal. Und dann kriegen sie hier hinten noch eine große Gartenanlage. Frage ist, welche? Mir gefällt die hier einfach am besten, muss ich ehrlich sagen. Ist einfach die schönste mit dem Fluss hier, mit dem See meine ich. Die gefällt mir und dann noch dieser Park hier mit diesem Weg, finde ich auch ganz hübsch. 64% Zustimmung wieder, ja, da ist die Wahl rum, dann gewinnen wir wieder an Zustimmung. Wahrscheinlich trauen sich die Leute einfach nicht, was anderes zu sagen. So, gut, also, das heißt aber, wir sind wieder am Ende dieser Aufnahme hier. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Mir macht es nach wie vor sehr viel Spaß. Hier kommen immer noch keine Leute rein in das Trockendock, warum auch immer. Naja, nicht so wild. Aber ich denke, wir sind gerade ganz gut am Vorankommen hier. Wenig Arbeitslose momentan. Ne, viele Arbeitslose, wenig verfügbare Jobs. Da werden wir dran arbeiten, natürlich, wie gesagt. Und ansonsten, obdachlos geht hier sehr stark zurück im Moment. Da sind unsere Wohnbauoffensiven hier anscheinend ganz gut. Und auch dieses Abreißen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Abreißen dieser Hütten hier auf der Insel schon was bringt irgendwie. Und dann überlegen die sich vielleicht doch nochmal irgendwo einzuziehen. Keine Ahnung. Naja. Gut, also das wäre es jetzt erstmal für heute gewesen wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.